Ich bin voll bereit. Hi Leute, also in diesem Video erkläre ich euch, wofür die Pedale hier unten sind und mit welchem Fuß man welches Pedal bedient und welche Funktion jedes Pedal hat. Viel Spaß. So, also das linke Pedal, das hier, ist die Kupplung. Die ist dafür, um Motor und Getriebe voneinander zu trennen. Wichtig dabei, wenn ihr euch das Kupplungspedal einstellt, dass ihr den Sitz so einstellt, dass bei durchgedrücktem Kupplungspedal immer noch so ein Winkel hier im Knie ist. Ja? Wenn ich den Sitz zu weit weg mache, ich meine hier auf Ghetto-Gangster, so, dann fliegt mir irgendwann die Kniescheibe um die Ohren. Das ist keine gute Idee, ist auch irgendwann total unbequem. Also immer den Sitz so machen, dass man ein gutes Gefühl hat für die Kupplung, dass man die ganz durchdrücken kann, dann hat man auch ein bisschen mehr Kontrolle. Ja? Linker Fuß, Kupplungspedal. Das mittlere Pedal ist das Bremspedal. Dafür ist der rechte Fuß. Wenn ich das Bremspedal drücke, bremst das Auto. Da gibt es keine Funktionen drumherum. Das Pedal daneben, das rechte Pedal, das ist das Gaspedal. Ich starte mal einmal ganz kurz das Auto, damit ihr seht, was dann passiert. So, wenn ich mit dem rechten Fuß auf das Gaspedal drücke, ja, dann gibt die Karre einfach Gas, ohne loszufahren, ohne irgendwas. Lege ich jetzt allerdings den ersten Gang ein, ich habe die Kupplung ganz durchgedrückt, ja, und ich löse jetzt die Kupplung, dann fährt die Karre los. Ja, kann man das hier so, kommt das so rüber? Ja, so, zack. Ja. Wenn ich an der Ampel stehen bleiben möchte, Kupplung durchdrücken, ganz wichtig, Gang rausnehmen, zack. Erst dann kann ich die Kupplung wieder lösen. Löse ich die Kupplung vorher, geht die Rakete hier los. Also, linkes Pedal, linker Fuß, das ist die Kupplung. In der Mitte befinden sich die Bremse und ganz rechts das Gas. Alles klar.